zurück zu Diablo Immortal. Wir sind immer noch hier in der gespaltenen Ebene. Es hat ein bisschen gedauert. Unser Buff ist bald abgelaufen. Wir haben noch 37 Minuten, aber ich konnte leider nicht früher wieder weiterspielen. Ich hoffe sehr, dass wir noch ein bisschen überleben. Aber ehrlich gesagt habe ich nicht so richtig viel Hoffnung. Das geht da raus. Haben wir nicht. Haben wir doch. Haben wir geschafft. Okay. Dann die nächste Truhe. Ja. Lebender Fluch. Okay. Nehmen wir das. Scheint nicht mehr so viel richtig Gutes zu geben für uns. Nächstes. Okay. Das ging schnell. Das ist ja das Gleiche. Okay. Scheint random zu sein, ob man was Gutes bekommt oder nicht. Je höher, desto unwahrscheinlicher vermutlich. Without a corpse, I cannot. Ich würde gerne nicht in einem Feueratem stehen, wenn das möglich wäre. Hier Maden gelenkt. Klingt nicht so geil. Ja, welches habe ich denn jetzt gerade an? 36 und das ist 31, also das gleiche, nur ein schlechter. Okay. Das war die Sackgasse. Dann nochmal um die nächste Ecke. Ich weiß gar nicht, wie weit es hier noch geht. 10 würde ich gerne noch schaffen. Ich weiß aber nicht, ob wir das durchstehen. Wir sind ja, wie ihr seht, jetzt schon quasi tot. Oh, hör auf mich anzugreifen. Lass mich da raus. Lass mich raus. Eieiei. Ja, die mögen mich. Ich laufe mal ein bisschen. Und ich würde gerne meinen Golem bitte wieder haben. Das ist mein Golem. Golem. Ey, hört auf mich anzugreifen. Golem, mach den da, bitte. Für mich, die ich dringend brauche. So, und den da auch noch. Okay. Ja, viel fehlt nicht mehr, bis wir tot sind. Was macht das da? Das machen wir auf jeden Fall, auch wenn Knochenstachelreichweite vielleicht nicht schlecht wäre. Das hier war Pest noch. Knochenspeer vergiftet zu ihm getroffene Gegner. Ja, dann mal wieder das. Und nächste Ebene machen wir sofort. Dann sind wir bei 9, also 10 würde ich schon, wie gesagt, gerne machen wollen. So, haben wir hier noch irgendwas Cooles? Oh, sieht nicht so super gut aus. Lassen wir dann doch einmal. Den Glückssplitter hätten wir kaufen können vielleicht, damit wir bessere Chancen haben, aber egal. Aber er ist. Den
trotzdem wurde ich aufgedehnt. Lasst mich in Ruhe. Wieso denn dahin? Okay, gleich können wir meinen Golem wieder nehmen. Oh, hat noch ganz schön viel Leben. Ich glaube, wir müssen das hier benutzen. Ich bin nämlich quasi tot. Eigentlich bin ich ein Tote irgendwie. Ja, mein Golem ist auch wieder tot. Ja, wenn ich noch einen einzigen Hit kriege, bin ich, glaube ich, wieder ganz tot. Also ich meine, einmal oder zweimal können wir vielleicht noch sterben. Ja. Dreimal können wir sogar noch sterben. Without a corpse, I cannot. Ja, in Frostlaufen ist halt auch richtig gut. Wieso ist der denn so schnell tot? Wir schaffen wahrscheinlich nicht mal den hier, ne? Zweimal sterben ist noch drin, aber... No, not yet. Aber gleich. Jetzt muss er durch. I must kill it, it seems. Können, wenn der Golem lebt. Da müssen wir auf jeden Fall schnell raus. Und es scheint so zu sein, als wenn... wir gleich schon wieder tot sind. Still recharging. Ja, ich hab's befürchtet. Und jetzt ist natürlich mein Golem auf CD. Ich hätte noch ein bisschen liegen bleiben sollen, ne? Aber ich weiß halt auch nicht, ob der dann resettet oder so. Bisschen hier drin zu lassen und ohne dass er uns trifft, wäre ganz schön. Komm, das schaffen wir noch. Da gehen wir auf jeden Fall raus. Jetzt hier bitte noch ein bisschen drin rum. Golem, du schaffst das. Wir beide schaffen das. Bitte. Oh, diesmal nicht wieder nach für die Sterben. Uff. Ja. Geschafft. Ist jetzt die Frage, ob wir Stufe 10 schaffen müssen oder ob es reicht, wenn wir bis Stufe 10 gekommen sind. Bewältigung 30 ausweichen. Maximal. Wir nehmen mein maximales Leben. Auch wenn ich, glaube ich, gleich dieses maximale Leben gar nicht wiederbekomme. Wir können ja das Heilding da benutzen, den Heilbrunnen hier. Aber ja. Maximal nach dem Sterben würde ich ganz helfen, würde ich also schätzen. Das ist alles nicht so nice. Splitter des Glücks, ja, okay. Okay, dann probieren wir doch mal, wie weit wir jetzt kommen. Golem ist auch wieder ready. Aber es sieht aus, als wäre es alles so schwierig. That requires a corpse. Natürlich ist noch kein Corpse. Hi, Werder, da liegen doch noch Leichen, ich sehe es. Tötet bitte nach und nach alles.
das hat ganz gut funktioniert. Wir sind nur ein bisschen gestorben. In Anbetracht der Schwäche. Okay. Das ist einsamer Bewahrer. Leichenexplosion, ja. Wir wollen aber das behalten mit den Krabbeln. Wir kriegen so viele Münzen und können sie gar nicht verwenden. Ich könnte eigentlich mit dem Fuzzi mal reden, falls es klappt, diese Ebene. Obwohl, dann ist eigentlich auch egal. Dann bin ich eigentlich schon happy, wenn wir bis Ebene 11 gekommen sind und 10 geschafft haben. Wir noch mehr schaffen. Wie soll das funktionieren, wenn ihr alle Kacke da töten wollt? Kommen da noch Hobels dazu, eine Handklasse oder eine ist schon mal down. Ach, sehr gut. Aber über halb tot sind wir schon. Schwalbe, Knochenstacheln, ja, okay. Kluftquerer. Nützt leider nichts. Es nützt nichts. Lange werden wir wohl nicht mehr durchhalten. Spätestens beim nächsten Boss sind wir, glaube ich, ganz am Arsch. Gerne nicht in das Gift laufen und auch nicht in die Spinnenwebe. Ah, lasst mich da raus, ihr Blöden. Geht es doch gleich tot oder können wir das da benutzen und das damit angreifen? Ah, geschafft, geschafft. Ich bin happy. Verringert nicht mehr Sichtfeld von Gegnern, okay, aber... Ja, wir müssen das nehmen, ne? Das hat wenigstens mal 50 mehr Leben. Auch wenn wir dann einen anderen Skill haben, dann machen wir keinen permanenten Schaden mehr in unserem Kreis. Sondern meine Hiwis sind stärker. Das ist doch eine Kombination. Nein! Ja, okay. Mein Golem hatte jetzt leider noch Cooldown. I need a corpse for that. Ja, ich weiß, dass ich das brauche. Ich weiß es. Da vorne ist einer, also lass mich. So, Golem. Oh, jetzt habe ich Golem direkt in Dienst gestellt. Das war nicht so richtig gut, ne? Ja. Das ist halt richtig spaßig. Ich muss auch leider die ganze Zeit laufen, damit diese Viecher, diese Spinnenviecher, mich nicht mit ihrem Gift treffen. Und ich müsste versuchen, eben nicht, nach Möglichkeit nicht, durch die Spinnenweben zu laufen. So. Ich das hier langsam verändert. I must wait to see it. Sobald ich halt stehen bleibe, ist schon wieder alles vorbei, ne?
Death is patient. Ja, Tod ist wirklich geduldig. Das stimmt. So, jetzt gibt es aber nur noch diese, ne? Das schaffen wir doch. Komm her, mein Minion. Requires a corpse to reach you. Oder wie ja. Oh oh. Wieso können die denn so viel machen? Nein! Nein! Sie waren fast tot! Ja, gut. Nützt ja nichts. Ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht nochmal leben. Stufe 9 abgeschlossen. Wir hätten nur noch... Ach, fuck. Toll, was hilft mir das? Gar nichts. Gar nichts hilft mir das. Ich weiß nicht, ob das die letzte Ebene war. Habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Also ob das der letzte Teil quasi war. Ach, naja, egal. Das muss erstmal reichen. Gespaltene Ebene. Wird jeden Mittwoch resettet, steht da bestimmt. Yes. Also es Things are clearer liegt es now. Daran, dass wir neu anfangen mussten, weil heute Mittwoch ist. Ja, bestimmt. Also ich habe das gespeichert. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt nochmal reinschauen, starten wir dann bei Ebene 9. Ja, also wir können dann wieder neu rein. Das werden wir... Nehmen wir das jetzt? Ich glaube, jetzt probieren wir das nicht. Das dauert ein bisschen zu lange. Mehr Schaden, mehr Rüstungsdurchschlag, mehr Leben, so wollte ich sagen, nicht Schaden. Gespaltene Ebene. Ist das nur so ereignismäßig? Ist das bald wieder vorbei? Ja, sieht so aus. 17.8. bis 14.9. Da bin ich aber spät dran. Ich wusste gar nicht, dass es das schon so lange gibt. Ja, schließt Ebene 12 ab, wäre dann hier der nächste Step. Wobei 10 irgendwie für mich so ein Meilenstein wäre. Wir wollten aber auch noch genau zum seltenen Emblem das abholen. Und Schattenlotterie sind wir glaube ich schon wieder zu spät. Nehmt das Reliquat der Hölle? Nein, ich laufe dahin, aber gerne mal. Naja, egal. Das ist wahrscheinlich gemeint, wie nehmt das Fahrrad, so benutzt das Reliquat, um dahin zu kommen. Hildhändler. Ach ja, stimmt. Oh, das habe ich das gestern gemacht? Ich hoffe, ich habe das gestern gemacht, habe ich schon wieder vergessen. Aber heute machen wir das auf jeden Fall. Hildhändler, da laufen wir direkt hin und Zyklus Belohnung abholen, bevor ich es wieder vergesse. Ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Also yes. Geht sehr schnell. Your reputation precedes you, friend. Wir, und was kriegen wir? Echo Kristall. Ich weiß auch nicht, wofür. Honor is hard won and just deeds are rewarded. So, besucht ihr irgendwen hier? Da genau. Heute will ich haben. Gib, lass fallen. 200 Hild haben oder nicht, ne? Was haben wir hier noch? Echo Unsterblichen. Ja, okay, das Schlachtfeld. Eben verzeihlich tun. Da wollte ich auch nochmal eben rein. Das wollte ich eigentlich die letzte Folge bzw. gestern noch machen. Aber ich bin nicht mehr dazu gekommen. Das müssen wir heute auf jeden Fall machen. Wir könnten bestimmt den ganzen ersten Raum wieder clearen. Dafür wird es reichen. Wir haben ja echt viele Anwärterschlüssel bekommen zwischendurch. Auch von dem Schattenkrieg und so. Und ich muss dann auch unbedingt mal wieder bei der Schattenlotterie teilnehmen. Hatten wir ja, glaube ich, gestern gemacht. Da bin ich leider nicht ausgelost worden. Deswegen kann ich die Gilde noch nicht unterstützen mit einem Wappen. Oder zwei. Aber ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie Tageglück haben. Und ich versuche mal dann irgendwie zu den Zeiten, wo die läuft, wenigstens kurz online zu kommen, dass ich mich da platziere an dem Putzi. Ah, das ist gar nicht meine Skills hier wieder benutzen. Meine Leichenexplosion mag ich sehr gerne, wenn ich hinter dem Leichen laufe, aber ich mir sonst nicht aussuchen konnte, was ich benutze. Ich glaube, das wird random zugeteilt. Oh, die müssen wir ja so hochheben. Den und den nehmen wir natürlich mit. Drei, der dritte schon. Das geht schnell. Ja, ich wollte mich auf jeden Fall mal bei den Studierenden das dann vielleicht platzieren und immer mal reinkommen und mindestens mal in der Lotterie teilnehmen, dass wir natürlich dann da mal uns beweisen dürfen. Quasi. Ja, wir kriegen die Leichenexplosion ein bisschen. Da würde ich direkt alle explodieren lassen. So, dann kommt
bitte. Bitte alles zusammenkommen. Zusammen, bitte. Zusammen. Bitte alles zusammenkommen. Und dann machen wir da hin. Noch, oder? Hatten wir schon vier? Es waren nur drei, oder? Ja, haut einfach nach oben. Jetzt wird wieder nicht bitte klar. So, das sieht nicht aus wie Anwärterschlüssel. Aber gleich sind wir durch, denke ich. Wir haben nicht viel Zeit, was zu bekommen, wir glaube ich nicht mehr. Nice. Okay, also entweder haben wir schon vier oder wir haben tatsächlich nur drei bekommen. Oder hat man immer nur drei bekommen? Ich habe es schon wieder durcheinander gebracht. Keine Ahnung, wie ich auf vier komme, ob vier richtig ist. Naja, ist auch egal. Wir nehmen hier die Gratiskiste mit. Wieder ein paar Steinchen. Und dann haben wir 114 Jahre geschafft. Auch locker hier diesen ganzen Raum. Und hier vielleicht sogar den ganzen zweiten Raum. Dann haben wir mal wieder was zum Aufwerten. Weil wir auch mal wieder einen neuen Stein bekommen können, ne? Für das neue Team an sich. So. 10. 12. 13. 16. Lass mich die einsammeln. Und 18. Okay, neue Tür geöffnet. Können da ja mal um die Ecke laufen. Aber aufmachen werde ich da, glaube ich, nichts mehr. Aber die blauen da, die töten wir noch. Jetzt sollten wir öfter mal warten, bis wir genug haben, um in diesen Raum auch zu kommen. Einfach nur, weil wir dann hier diese blauen noch töten können. Ich weiß nicht, ob das vorteilhaft ist, aber ist ja auch egal. Haben wir gemacht. Wir gehen mal zur Schwimmhalle zurück. Ich guck mal ganz kurz, ob es noch irgendwas Sinnvolles aufzuwerten gibt. Ja, grün haben wir ganz viel. Grün war, welcher war denn grün sind alle meine Farben. Der. Rüstung. Ja. Vielleicht warten wir da besser, bis wir einen von denen haben. Ich weiß halt nicht, ob die auch mit grün abgegradet werden. Rüstungsdurchschlag, Schaden und Leben finde ich eigentlich immer noch sehr nice. Ja, wir machen mal den hier ein und können wir den da auch? Ja, sehr gut. Und diesen da, ne? Der macht Schaden. Ja, den nehmen wir auch mal. Dann haben wir zwar noch grün, aber das werde ich jetzt nicht auf. Das muss reichen. So, dann sind wir hier auch fertig. Und ich würde sagen, ich bewege mich dann mal Richtung mysteriöser Gast, dass ich mal schauen kann wegen der Schattenlotterie. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.